Ich begrüße Sie sehr herzlich bei der Premiere der zweiten Erkundung. Ich begrüße alle Vertreter aus Politik, Wirtschaft, natürlich Filmwirtschaft, Medien, Kultur. Allein die Namen der anwesenden Künstlerinnen und Künstler würden für ein Vierteljahr Seitenblicke sorgen. Wir sind sehr froh und stolz, dass Sie uns gewogen sind, dass Sie ÖF3 so gewogen sind, dass Sie unsere Partner, unsere Freunde sind. Ich begrüße alle, die an dem Film mitgewirkt haben, sei es an den Bildern, sei es am Ton, sei es an der Technik, sei es dramaturgisch, organisatorisch. Ich begrüße alle Komponistinnen und Komponisten, die mitgewirkt haben, alle Musikerinnen und Musiker, Hochkarätige, die mitgewirkt haben, auch Solopulte, berühmte Solopulte der Wiener Philharmoniker sind dabei. Ich habe Andreas Großbauer auch gesehen. Und ich begrüße ganz besonders die wunderbare Texterin Felicitas Freise, die wieder. Sie werden sehen, wie wieder eine neue Farbe erfunden. Felicitas, die unserem alten Adler die Worte in den Mund gelegt hat. Bitte, Felicitas, kommt in den Schlager. Bitte, zu beachten das Gesamtkunstwerk der österreichischen Landschaft. Ich finde, die Texte sind, ich war von Anfang an ein Fan von ihr, ich finde, die Texte sind noch besser, noch liebevoller, gleichzeitig auch sparsamer. Also das ist schon mutig auch. Das ist wirklich so eingestreuter Sternenstaub, den sie da so drüber wirft. Ja, das ist sehr schön gesagt. Felicitas, bitte merkt ihr das. Das merkt ihr.